hinten mit dem Helm. Also wenn man sich das mal so anschaut, Herr Franz, dann ist das ja offensichtlich eine tolle Sache, so ein autofreier Sonntag. Sie als Dezernent, wünschen Sie sich nicht häufiger solche Tage oder generell? Ja, ich finde schon, dass es schön ist, wenn Menschen gute Alternativen zum Auto haben. Ich glaube, dass wir auf das Auto nicht verzichten werden, weder im Stadtgebiet und in kleineren Orten im Umland. Wenn wir da an Henigsen, andere Orte denken, wird man erst recht nicht auf das Auto verzichten können. Aber es ist schön, dass man zunehmend auch eine hohe hohe Qualität hier im Innenstadtbereich hat, dass wir schöne Fußgängerzonen haben. Und die werden immer stärker, auch das Fahrrad wird das Auto immer attraktiver ergänzen in der Zukunft. Entschuldigung, gehören die Räder zu Ihnen? Ja. Die dürfen da nicht stehen bleiben. Bitte da hinter den Wagen. Da sind die Parkplätze zu fahren. Einfach auf ihre Energieeffizienz zu Hause. Schneller kann man heute kein Geld sparen, indem man beispielsweise seine Beleuchtung, alte Beleuchtung gegen LED austauscht etc. Sie mitspielen, mitgewinnen und Sie bekommen noch die richtigen Tipps, was Sie selber alles tun können, um zu helfen, die Region Hannover energieeffizient zu machen und zum Klimaschutz zu bringen.